Hoi, ich bin hier mit Düro und es freut mich, dass du jetzt mit mir eine Klopferleitung zum Thema Stress machst. Ich denke, dass je mehr dass wir unseren Stress, unsere Ängste, unsere Emotionen können verändern können, umso mehr kann man auch im Aussen, kann sich im Aussen dann noch etwas verändern. Ich darf es so vorreden und du kannst es einfach nachmachen und ich zeige dir, wo die einzelnen Punkte sind. Wenn du nicht weißt, wo die einzelnen Punkte sind, dann mache ich unten dran noch einen Link, wo auf meiner Webseite die Punkte unten beschrieben sind. Ich darf sowohl sagen, wo sie sind, aber die unteren Punkte, zum Beispiel unter dem Arm und unter der Brust, sehe ich nicht und darum darf ich es dann einfach sagen. Zum Einstieg kannst du für dich wie schauen, was stresst im Moment? Wo nimmst du das wahr in deinem Körper? So. Wie zeigt sich das? Zeigt sich das als Druck? Zeigt sich das als Schwere? Zeigt sich als Aufgeregtsein? Schauen also, wo zeigt sich der Stress? Wie zeigt er sich? Und wie hoch ist das von 0 bis 10? Eventuell merkst du auch schon, wenn du dich spürst, dass irgendeine Emotion da ist. Schau also, was für eine Emotion das da ist. Du kannst es einfach für dich aufschreiben, wo der Stress ist, wie hoch das er ist, gesamthaft dann, was für Emotionen das aufkommt, wenn du den Stress denkst. Und am Schluss schauen wir nachher wieder, was sich verändert hat. Ha? Ich darf einfach allgemeine Sachen sagen, du kannst es auch verändern, so dass es für dich stimmt. Wir fangen an, entweder klopfst du an der Handkante oder am heilenden Punkt, das ist der auf der Seite. Jetzt zum Vormachen, da es an der Handkante machen. Du kannst wählen, was für dich besser ist. Ich darf auch auf unserer Seite klopfen. Du kannst aber auch mit beiden Händen beidseitig klopfen. Es kommt nicht darauf an, was immer das für dich stimmt. Du kannst entweder rechts machen oder links machen. Kommt nicht darauf an. Gut, also schaust du nochmal, wie hoch ist der Gesamtstress? Von 0 bis 10. Jetzt im Moment. Dann gehst du ein bisschen rein, nimmst den Stress wirklich an und die Emotionen, die damit verbunden sind. Und dann gehen wir von dort aus. Gut, klopfst du an der Handkante. Auch wenn ich den Stress habe, wegen dem Coronavirus und der Situation, die wir gerade haben, trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz mit all meinen Emotionen. Auch wenn ich den Stress habe und ich Angst und Ohnmacht und Wut und Frust wahrnehme, von mir, aber auch von anderen Leuten. Trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich den Stress habe, er sitzt in meinem Bauch, er sitzt mir im Nacken, er sitzt mir im Rücken. Trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz. Und ich wähle, in meiner Mitte zu sein, stark zu sein, um mein Immunsystem zu stärken. Augenbrauen, der Stress. Seite vom Auge. Ich nehme all den Stress wahr. Unter dem Auge. Ich habe selber Stress. Und ich nehme den Stress wahr von allen anderen Leuten. Unter dem Mund. Ich habe all den Stress. Schlüsselbohr. Er sitzt mir im Nacken. Unter dem Arm. Ich spüre in meinem Bauch. Unter der Brust. Ich habe überall Stress in meinem Körper. Auf dem Kopf. All den Stress in meinem System. Historisch nochmal. Spür nochmal so ein bisschen, wie ist jetzt? Hat sich schon etwas verändert? Es kommt nicht darauf an, ob es jetzt fest angegangen ist oder nicht. Spür einfach ich und schau, was sich tut. Gut, machen wir nochmal eine Runde. Auch wenn ich die Angst habe und die Angst wahrnehme von allen Leuten rundherum, wir wissen alle nicht, was kommt. Trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle, in meiner Mitte zu bleiben.
auch wenn ich mich ohnmächtig fühle. Ich kann nichts machen. Ich kann nur daheim bleiben und nichts tun. Trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz. Auch wenn ich die Ohnmacht habe und ich mich hilflos fühle, man sieht nichts und trotzdem ist das Zeug da. Trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz. Und ich wähle, mein Immunsystem zu stärken und bei mir zu bleiben. Augenbrauen. Ich fühle mich so ohnmächtig. Seite vom Auge. Ich fühle mich so hilflos. Unter dem Auge. All das löst Stress bei mir aus. Unter der Nase. All das löst Stress bei anderen aus. Unter dem Mund. Ich spüre den Stress in meinem Rücken. Schlüsselbohr. Ich spüre den Stress in meinem Bauch. Unter dem Arm. All der Stress in meinem System. Unter der Brust. Die Ohnmacht stresst mich so. Auf dem Kopf. Das Nicht-Wissen, was noch alles kommt, stresst mich so. Tief durchschnaufen. Schauen, was sich in meinem Körper verändert hat. Ist der Stress noch gleich? Ist er mehr? Ist er weniger? Vielleicht hat sich auch die Emotion, die du am Anfang gehabt hast, verändert. Schau einfach nochmal ein bisschen, spüre nochmal ein bisschen. Tun wir nochmal eine Runde. Auch wenn ich so müde bin und ich die Schwere spüre und all die Ängste und all die Emotionen von allen Leuten rundum, trotzdem bin ich okay und in Sicherheit. Auch wenn ich so müde bin und ich mich ohnmächtig fühle, es wird einfach bestimmt und ich kann nichts machen. Trotzdem akzeptiere ich mich voll und ganz und ich wähle, mein Immunsystem zu stärken und gut zu mir und zu meinem Umfeld zu schauen. Auch wenn ich noch restlichen Stress habe, erzeugt sich in verschiedenen Emotionen, wie Ohnmacht, Hilflosigkeit, Trauer, aber auch Wut. Trotzdem bin ich okay und ich akzeptiere mich voll und ganz. Der restliche Stress. Seite vom Auge. Ich habe immer noch Stress. Unter dem Auge. Der restliche Stress. Ja, all die Wut. Ich weiß nicht einmal, woher dass die Wut kommt. Die Wut auf all die Leute, die nicht daheim bleiben. Unter dem Arm. Die Wut auf all die Leute, die nicht Sicherheitsabstand haben. Unter der Brust. All die Wut in mir. Auf dem Kopf. All der Stress in mir. Du stift durchschnaufen. Spürst du nochmal ein bisschen jetzt? Augenbrauen. Ich wähle den Stress jetzt loszulassen. Seite vom Auge. Es geht mir besser, wenn ich den Stress jetzt loslassen kann. Unter dem Auge. Ich wähle das Beste aus der Situation zu machen. Unter der Nase. Ich wähle das Beste aus dem zu machen, dass ich jetzt daheim bin. Unter dem Mund. Ich wähle, mein Immunsystem zu stärken. Schlüsselbohr. Ich wähle, mein Immunsystem zu stärken, indem ich vertraue. Unter dem Arm. Ich wähle, gut zu mir zu schauen. Unter der Brust. Ich wähle mein Immunsystem zu stärken und klar zu sein. Auf dem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich gut durch die Krise durchkomme. Darf ich durchschnaufen?
spüre nochmal ich, wie geht es dir jetzt? Ist es leichter geworden? Jetzt sind vielleicht andere Emotionen aufgekommen. Alles ist gut. Und wenn du nur ein bisschen angekommen bist in deiner Skala, ist das schon gut. Wenn du noch willst, zum weiter angekommen, hat es auf meiner Webseite ganz viele Klopfanleitungen zu verschiedenen Emotionen. Und am besten machst du einfach nochmal eine, bis dir wirklich gut geht und du findest, ja, das ist das, wie dein Immunsystem am besten stärken kannst. Bleib gesund und klopf weiter. Tschüss.